Guten Tag. Thema Eifersucht. Wie geht man mit dem um? Die Eifersucht ist für mich sehr eng verwandt mit Lebenskummer. Und was beide so stark charakterisiert ist, der Bezug auf etwas, das jetzt nicht da ist, auf jemanden, der jetzt nicht da ist, oder auch auf eine andere Zeit. Das ist eher so beim Lebenskummer der Fall. Die Frage ist, wie geht man mit dem um? Wenn also der Bezug oder das, was man in der Aufmerksamkeit hat, draussen ist, außerhalb von einem selber, merkt man gewissermaßen, ich sage dem, es zieht einem zum Fenster raus oder man geht zu seinem eigenen Fenster raus, man ist so nicht mehr bei sich, dass die ganze Aufmerksamkeit bei der anderen Person ist. Und man geht in die Fantasie und es zieht einem rein. Es ist wie ein Wasserwirbel, der einem unter Wasser zieht. Weil die Aufmerksamkeit so stark außerhalb von einem ist, ist die Massnahme entsprechend einfach. Man bringt nämlich mit der absoluten Entscheidung die Aufmerksamkeit wieder in sein eigenes System zurück, in seinen eigenen Körper zurück, in den jetzigen Moment zurück. Wie macht man das? Für mich heisst das, dass man sich die Frage stellt, und zwar ganz bewusst, und dann auch auf die Antwort wartet oder mit dieser Frage bleibt, bis man eine klare Antwort hat. Und die Frage heisst, was will ich jetzt, was tut mir jetzt am besten? Und zwar sind da Sachen favorisiert, die man selber machen kann, die nichts kosten und wo man auch keine andere Person dazu braucht. Oder vielleicht kann man eine andere Person buchen. Vielleicht hat man gerne eine Massage und man kann die einfach buchen. Oft, das ist meine Erfahrung, sind es aber Sachen, die man ganz einfach vor Ort sich selber zulieb tun kann. Ich denke da zum Beispiel an eine Dusche, ich denke da zum Beispiel daran, ein feines Essen zu bereiten oder irgendwo das feine Essen gehen, in einem Restaurant zu konsumieren. Ich denke daran an einen schönen Film. Oder vielleicht hat man einfach Freude, auf dem Liegestuhl ein schönes Buch zu lesen. Wenn die Eifersucht aber sehr stark ist, ist es nicht zu erwarten, dass die nach dem ersten Ansatz von dieser Frage oder von dieser Antwort, die dann kommt, weg ist. Die Erfahrung hat mir aber gezeigt, dass ich, wenn ich dann bewusst, wenn ich sie wieder verwünsche, wenn sie wieder auftaucht, mit die Entscheidung neu treffen, zurück ganz in mein System zu gehen, dass das mit der Zeit weniger wird. Die Eifersucht ist in dem Moment eine Gewohnheit. Und sie wissen, wie man mit Gewohnheiten umgeht. Man setzt immer wieder einen neuen Impuls für eine neue Gewohnheit. Das ist genau das, was da auch die Massnahme ist. Das heisst, wenn die Eifersucht halt wieder kommt, dann nachher geht man wieder zurück und sagt, okay, und was möchte ich jetzt? Was möchte ich jetzt wirklich? Was kann ich mir zu Leben tun? Was ist das, was ich brauche? Und wenn die Antwort nicht gerade kommt, dann bleibt man einfach mit dem Raum, der dann ist, mit dem Raum der Stille oder von mir aus mit dem Raum der Leere und wartet, bis eine Antwort kommt. Ich war schon auf dem Flughafen von Neuseeland und wollte herausfinden, was ich jetzt wirklich am liebsten mache. Ich bin dort sehr lang gewesen. Ich habe Prospekt studiert, ich habe all die Unterlagen vom Tourismusbüro studiert und irgendwann habe ich sehr klar gewusst, was ich jetzt da am liebsten mache. Genau gleich ist es bei der Eifersucht. Es gibt noch einen Zusatztrick. Wenn die Eifersucht jetzt wirklich heavy ist, wenn sie einem überwältigt, dann ist eine gute Massnahme, sich abzulenken. Und das heisst, einen starken Reiz zu setzen. Nicht lang auf die feinen Impulse zu warten, sondern wirklich einen starken Reiz zu setzen. Das kann sein, dass Sport einem den geben kann. Für Männer, meistens sind es Männer, kann es sein, dass es ein Computerspiel ist, das einem absorbiert, wo man sich kann reinfallen lassen, wo man in Flow kommt. Wenn man mehr mit Eifersucht sich auseinandersetzt, dann wird sich auch die Fähigkeit entwickeln, die Eifersucht früher noch zu verwünschen. Je früher, dass man merkt, dass man in die Eifersucht oder in Lebenskummer geht, desto einfacher ist es, eine neue Schiene zu legen, eine neue Richtung zu wählen. Und auch dort gilt, vielleicht hilft es nicht, ist es noch nicht erfolgreich, wenn man es einmal entscheidet. Die kommt normalerweise wieder und dann entscheidet man sich neu. Nach meiner Erfahrung ist es oft so, dass 5-6 Entscheidungen, manchmal innerhalb von 5-6 Minuten, nachher zum neuen Zustand führen. Und ich erst viel später merke, dass ich ja den alten Zustand, in dem Moment Eifersucht oder Lebenskummer, hinter mir gelassen habe und ganz in einen neuen Zustand hineingegangen bin. Etwas, was mir auch ganz fest hilft, ist die Erkenntnis über Augenhöhe. Wenn ich in die Eifersucht gehe, dann ist die Augenhöhe normalerweise nicht etabliert. Dann fühle ich mich ganz klein
Und die Person, auf die ich eifersüchtig bin oder zu deren ich Liebeskummer habe, die erscheint mir gross, die erscheint mir mächtig, die erscheint, als hätte die das, was ich brauchen würde. Es ist nie so, ich meine nie so, dass irgendjemand da außen etwas hat, wo besser ist als das, was wir uns selber zu geben haben. Manchmal erscheint es uns so, und das hat viel mit dem Selbstwert zu tun. Wie auch immer, wenn jetzt der Zustand halt gerade da ist und man sich so kleiner fühlt, in der Eifersucht oder im Liebeskummer, dann ist es äußerst hilfreich, wenn man sich vorstellt innerlich, dass man die Augenhöhe herstellt. Es geht nicht darum, grösser zu sein oder eine Über-Augenhöhe herzustellen zu dem Gegenüber, sondern es geht darum, Augenhöhe herzustellen und dieser Person auf gleicher Höhe, auf gleicher Ebene in die Augen zu schauen. Sie stellen sie sich einfach vor sich und sie schauen ihr in die Augen. Das, was innerlich passiert, ist, dass sie wieder Augenhöhe haben. Und bei Augenhöhe findet auch wirklich eine Begegnung statt, auch wenn es innerlich ist. Es ist nichts ekliger oder bringt uns mehr ins Opfer oder in die Abhängigkeit oder in Frust, als wenn wir uns kleiner fühlen wie irgendjemand da außen. All die Aspekte, die ich jetzt genannt habe und noch einiges mehr, schauen wir am Seminar von der Eifersucht an. Und wenn Sie das angeschaut haben, weil es nicht um ein Seminar geht, vielleicht eher um ein Coaching oder um Informationen, was ich mache, ganz ähnlich schaffe ich auch, wenn ich persönlich Menschen coache. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bye bye.